Okay, weiter geht's. Die für die Einführung von Premierminister Vanguard verantwortlichen Verbrecher konnten noch immer noch nicht gefasst werden. Allerdings wurden am Tatort ein schwarzer Fußball gefunden. Besteht ein Zusammenhang zu den jüngsten Angriffen auf Schulen? Die Lage hier in Nara ist nach wie vor sehr ernst. Ich gebe zurück ins Studio. Es kann kein Zweifel geben, dies ist das Werk der Elis Academy. Im Radio und Fernsehen reden sie von nichts anderem als der Entführung. So eine Überraschung. Vielleicht hat das ja etwas damit zu tun, dass das Landesoberhaupt live im Fernsehen entführt wurde. Aber warum sollten die Elis Academy den Premierminister entführen? Was führen sie in Schilde? Wer weiß, sobald wir sie besiegt haben, wenn wir es schon aus ihnen rausquetschen. Naja, leichter gesagt als getan. Wir treten gegen Aliens an. Hat unser Team überhaupt eine Chance? Wir haben gar keine andere Möglichkeit als zu gewinnen. Und genau deswegen suchen wir nach den besten Spielern, die es da draußen gibt. Du hast recht. Ich hoffe, wir finden in Nara einige gute neue Spieler. Irgendwas ist passiert mit Akte Blaze. Sag mir einfach Bescheid, wenn es losgehen soll. Ich bringe euch im Handumdrehen nach Nara. Nara. Sprich mit Herrn Veteran, um weiterzufahren. Ja, ein Blog-Eintrag, das lesen wir doch gerne mal vor. Blog. Wir werden Spieler nachanwerben, um gegen Aliens eine Chance zu haben. Ich kann es nicht fassen, dass der Premierminister entführt wurde. Wer tut so etwas? Ja, weiß man doch. Kann ich da durch? Ach komm. Ah, wir sind schon topfit, geht. Herr Witterer? Alles klar, kann's losgehen? Ja, auf geht's. Nächster Halt Nara. Wir sind bereit, auf Nara. Geile Sequenz kommt jetzt. Jetzt kommt die geile Sequenz. Ah, Zentrum. Yay, Busfahren. Oh, ich kann Nara schon sehen. Das ist dieser berühmte Tempel, wie ihr wisst schon. Der mit diesem Dach, ich habe ihn nur in Büchern gesehen. Oh, stimmt. Er sieht wunderschön aus. Hey, beruhigt euch. Seid bitte etwas leiser. Was ist los, Wortzeit? Du musst doch nicht schon wieder auf die Toilette. Der Junge wird immer hochgenommen. Oh, Mark, mir geht's nicht so gut. Von der ganzen Fahrerei wird mir übel. Wichtig, gerne, hast du dir einfach wieder mit dem Bauch mit Süßigkeiten vorgeschlagen? Axel, was ist los? Du bist ja so kreidebleich. Mir geht's gut. Axel, Wortzeit, ich weiß, was euch helfen wird. Denkt einfach an Fußball. An den Spaß, die Aufregung, den Zusammenhalt. Marc, ich glaube, das funktioniert nicht. Das funktioniert nur bei dir. Ja. Was ist bloß mit Axel los? Seit wir losgefahren sind, sieht der ganz betrübt aus. Ich weiß. Huch, was ist das für ein Geräusch? Anscheinend empfangen wir eine Nachricht. Ah, diese Nummer kenne ich doch. Hallo, ihr seid ja bestens gelaunt. Trainer. Mit ihnen hätten wir nicht gerechnet, also beruhigt euch erstmal. Der Bus verfügt über die neueste Technologie, damit wir miteinander reden können. Ja, schon klar. Was wollen Sie denn, Herr Himmel? Ah, richtig. Ich hätte fast vergessen, dir vom Anwerbesystem zu erzählen. Das Anwerbesystem? Genau. Ich habe Infos gesammelt, die dir bei der Suche nach den besten Spielern des Landes sehr hilfreich sein werden. Denk zum Beispiel mal an die Leute, die unter dem Band des Alias Academy stehen. Und dich zu 4 gegen 4 Spielen herausfordern. Da ist bestimmt eine oder zwei Leute dabei, die du gerne in deinem Team hättest, oder? Dann sag einfach Bescheid. Ich brauche nur ein paar Infos, um dich zu finden. Um dir zu sagen zu können, wo du sie anwerben kannst. Es ist egal, ob du 4 gegen 4 gegen sie gewonnen oder verloren hast. Du musst nur einmal gegen sie gespielt haben. Ach ja, vergiss nicht, dass du maximal 100 Spieler in deinem Team haben kannst. Wenn du mehr Spieler haben willst, musst du bereits angeworbene Spieler wieder aus dem Team entfernen. Also es gibt 1500 Spieler und ich darf noch 100 davon. Geil.
Also, wenn du es mal ausprobieren möchtest, dann ruf mich einfach an. Ruf mich an, Bitch. Offensichtlich gibt es hier im Bus noch jede Menge freie Plätze. Da kommt das Anwerbensystem ganz viel gerufen. Mark verwendet das Anwerbensystem von Hillmann regelmäßig, um die Mannschaften zu erweitern. Auf jeden Fall, ich finde ganz bestimmt viele tolle Spieler für die Mannschaft. Okay. Und zu meiner Zuschauer, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, um gute Leute zu haben, schreibt es in die Kommentare, ich werde die gerne eingeben. Keine Sorge. Oh, noch etwas. Ich werde Spieler, die sich im Summer 11 diese Unit angeschlossen haben, in die Spielerliste eintragen. Leute, die in 4 gegen 4 Spieler, die du in 4 gegen 4 Spieler kennenlernst, werde ich auch in die Spielerliste eintragen. Sobald du sie durch Anwerben in die Mannschaft bekommen hast, werde ich mehr Details über sie ergänzen. Du kannst die Spielerliste jederzeit ansehen, indem du im Menü Info auswählst. Wenn du mehr über einen Spieler erfahren willst, dann ist die Spielerliste dein erster Anlaufpunkt. Verstanden. Zu viel Gerede. Jungs, Mädels, wir sind da. Willkommen in Inara. Aua, mein Hintern. Tut schon weh von der ganzen Sitzerei. Puh, das war ja eine ganz schön lange Reise. Wahrscheinlich ist die Alice Academy schon längst wieder von hier verschwunden. Wir sind noch hergekommen, um die besten Spieler des Landes zu sammeln. Und die Alice Academy zu schlagen, oder? Also, warum sitzen wir immer noch hier rum? Naja, vielleicht können wir ja auch noch etwas über diese Aliens herausfinden. Wer mehr weiß, ist schließlich immer im Vorteil. Also genug rumgerissen. Wir sollten sofort zum Hirschsprung aufbrechen. Ja, Trainerin, meine Fresse. Die neue Trainerin kommentiert wohl gerne Leute rum. Ich habe jetzt schon die Nase voll von ihr. Geile Stadt. Die werde ich doch mal gleich erkunden gehen. Jetzt sind wir endlich hier in Nara. Der Hirschpark ist gleich da vorne. Dort wurde der Premierminister entführt. Bilde ich mir das nur ein oder ist die Lage hier ganz schön angespannt? Es wimmelt hier nur noch von Wachleuten und sie schaffen es nicht, Alice zu schnappen. Das wundert mich nicht, so schnell wie die Spieler des Alice Academy gewesen sind. Versuchen wir einfach etwas über diese Aliens herauszufinden. Wir sollten am Tatort beginnen, also los, auf den Hirschpark. Frage rum, ja. Kann ich... Zurück, ich frag mal den Typ hier. Herzlich willkommen, Nara, ich hoffe es gefällt euch hier. Das ist die übliche Begrüßung, aber alles ist so schlimm seit der Entführung der Premiere. Schrecklich. Okay. Alle Erwachsenen sind verrückt geworden, seit der Premiere entführt wurde. Mama und Papa wollen gar nicht mehr mit mir spielen, langweilig. Oh, Truhe. Kometenball. Ah, für eine neue Spezialattacke. Kometenball. Warte, wer kann es denn, Inventar? Items. Spezialtechnik. Kann das denn lernen, Kometenball? Wie konnte man das wieder einstellen? Das weiß ich nicht mehr so sehr. Okay, vielleicht finde ich das später raus, irgendwie. Das wollte ich ja gar nicht. Puh, diese Stufen sind gar nicht so gut wie meine alten Beine. Guck doch mal, Opa, er beachtet mich gar nicht. Ja, er ist gerade mit was anderem beschäftigt.
Zufallskampf. Die Blattschüsse. Ach, wir müssen den Ball erobern. Grätschen wir mal. Mann, ich will irgendwie auch anders trainieren. Wann lernen sie neue Spezialattacken? Meine Fresse. Kann man hier was kaufen? Erstmal bei dem Typen hier. Oh, man kann hier Sachen bei denen kaufen. Nein, komm später vielleicht nochmal. Und du? Papa, guck mal, das Ding ja. Ach so, das Ding hat so einen Bauch wie du. Ja, okay. Ja, ich lese nicht alles vor. Nur wenn ich Lust habe mal. Ah, der ist verrückt nach Fußball, verstehe. Und du? Ah, ich habe irgendwie sogar gerade bei der Feier aus dem nächsten. Ja, okay, hast du. Ah, deine Tochter. Ich weiß, wer die Tochter ist. Ich weiß es. Mineralwasser. Zurück, wir gehen mal da rein. Und du? Was gibst du mir? Granatenschuss, Schlangenschuss, Drehschuss, Weltdreh, Telepathie. Spiralschuss, Tarzanschuss. Ach, die paar Schüsse davon kenne ich schon. Drachenwirbel, Fluch, Affenwälder, Defizienstreu, Blitzstibitzer, Sumo stampfen. Ich kaufe das einfach mal. Ja, okay, jetzt testen wir das mal. Spezialtechniken. Achso, wir müssen ein Menü machen. Ach, verdammt. Technik erlernen. Zerteile den Ball mit der rechten Hand wie mit meinem Schwert. Für diese, für diesen Vorhinein brauchst du eine kräftige Faust. Aus einem Kater. An einem Körper aus Stahl zerstört. Ja! Klingt doch interessant. Ich bereue das jetzt nicht, diese Technik jetzt rein zu tun, aber ich glaube, man kann auch neue machen. Das sieht aber interessanter aus. Was gebe ich dir denn? Verteidigung, das gebe ich gleich Wortzeit. Da bist du ja. Verteidigung. Okay. Okay, was habe ich schon gefunden, diese Anleitung? Ja, er liebt unglaublich Fußball, das weiß ich vom Anime. Ich versehe, sehr interessant. Wir sehen uns im nächsten Part.